Guten Morgen, heute möchte ich ausgehend von einer Studie und meinen persönlichen Erfahrungen Euch einmal mehr animieren, neue Bekanntschaften zu machen und Eure sozialen Kontakte zu intensivieren und Euch auch zeigen, wie das geht. Ich habe in meinem Leben lange Zeit auch in relativer Einsamkeit verbracht, indem ich sehr viel Zeit vor Büchern und dem Computer verbracht habe und weiß, wie sehr man sich in einem kleinen und engen sozialen Kreis auch durchaus gemütlich machen kann. Vorher möchte ich jedoch, bevor ich auf das Thema hinarbeite mit Euch, noch auf ein Video hinweisen, was morgen erscheinen wird und was mir richtig viel Freude und damit auch Arbeit gemacht hat. Der Weg des Blutes. Meine Untersuchung des Blutes ausgehend von dem Gang in das Labor über ein interessantes Interview mit einem Laborarzt und einen intensiven Rundgang im Blutlabor selber mit vielen Fragen und interessanten Einblicken und letztlich natürlich auch meine aktuellen Blutwerte inklusive des Holotranscobalaminwertes, also dem aktiv gebundenen B12 im Blut, der Wert, den ihr testen lassen solltet und nicht den normalen B12-Wert. Alles im Video festgehalten. Das ist eine wunderbare Reportage geworden, wo man sich wirklich mal 30 Minuten hinsetzen und zuhören kann und richtig viele interessante Infos auch rausziehen kann. Ich habe da circa 4 Wochen dran gearbeitet und bin nicht wenig stolz darauf, da man ja als Normalbürger selten die Gelegenheit hat, in einem Blutlabor zu filmen und auch alle Fragen loszuwerden, die man so auf der Seele hat. Morgen zum Sonntag, morgen früh um 9 wird dieses Video erscheinen. Aber nun zum Thema des heutigen Tages, Einsamkeit. Erstmal die nüchternen Fakten. In einer Studie, wie sollte so anders sein, in den Proceedings of the National Academy of Sciences wurde herausgefunden, dass soziale Isolation, also Einsamkeit, sowohl die Gesundheit gefährden als auch das Sterberisiko erhöhen kann. Untersuchungen haben gezeigt, dass es bei einsamen Menschen zu einem Phänomen kommt, das als Conserved Transcriptional Response to Adversity genannt wird. Gemeint ist damit, dass man dass es eine beständige Expression, also eine Aktivierung von Genen gibt, die durch eine feindliche Situation ausgelöst werden. Also einsame Menschen reagieren auf geänderte Umweltbedingungen mit einer Aktivierung von Genen, die Entzündungsprozesse auslösen. So ist es vielleicht am besten ausgedrückt. Ich will da auch gar nicht zu sehr ins Detail gehen, da ich auch gestern wieder realisiert habe, dass mein Auditorium, also ihr, auch vor allem Interesse an der Quintessenz habt und nicht unbedingt an den einzelnen Schritten der Erkenntnis. Nur so viel sei gesagt, die komplette Studie habe ich für Interessierte als PDF unten auch verlinkt und kann bei Interesse dann eben auch selber durchgearbeitet werden. Aber natürlich wird es auch in Zukunft intensivere Abhandlungen von mir geben, nur nicht 2 Tage hintereinander. Also von daher nur die Information, dass Einsamkeit nicht nur das Sterberisiko erhöht und die Gesundheit beeinträchtigt, sondern dass die Forscher, das könnt ihr alles in der Studie lesen, sogar Hinweise gefunden haben, dass die insuffiziente Immunreaktion, deren Details ich eben jetzt Euch erspart habe, die Einsamkeit weiter verstärkt. Es kommt also zu einem sogenannten Teufelskreislauf der Einsamkeit. Es folgen Krankheiten und diese Krankheiten bedingen wieder die Einsamkeit und letztlich endet das beim Tod. Wie gesagt, wem die Details interessieren, dann liest sich unten die Studie einfach durch. Diejenigen unter Euch, die bereits über intensive soziale Kontakte verfügen, werden auch kein Problem haben, diesen sozialen Kreis quasi zu erweitern, da immer jemand kennt, der jemanden kennt und man eigentlich ständig neue Ansatzpunkte hat, sein soziales Leben auch auszudehnen. Oftmals ist es ja auch in unserer Gesellschaft so, zumindest sehe ich das auch in meinem Freundeskreis, dass man eigentlich gar nicht
die Zeit hat oder sagen wir es wie es wirklich ist, sich die Zeit nimmt, alle Freunde und Bekannte wirklich zu bedienen, die bedient werden möchten, und froh ist, wenn man nach der getanen Arbeit in den Sessel oder in die Wanne fallen kann und für sich sein kann. Ne? Dabei ja, ist es, wie wir nur aber gelernt haben, so wichtig, soziale Kontakte zu pflegen. Aber ja, das wahre Problem haben Menschen, die wirklich schon recht isoliert sind. Das ist wirklich das die haben das größte Problem. Das bedeutet vielleicht so 2-3 Freunde und ihre Familie und ansonsten auf Arbeit keine wirkliche Bindung zu den anderen Kolleginnen und Kolleginnen oder auch arbeitslos sind und dadurch gar kein Arbeitsumfeld haben. Ja, also das ist das wahre Problem. Die Leute, die wirklich isoliert sind. Wie kann man sich denn so ein soziales Umfeld schaffen? Ein Wort: Internet. Natürlich werden jetzt die Argumente kommen, das ist ja alles online, das ist nicht das reale Leben und ja und so weiter. Natürlich, aber das Internet ist nur ein Zwischenschritt. Das bedeutet, man nutzt das Internet, um schnell an potenzielle Freunde zu kommen, mit denen man sich dann auch real trifft. Wie stellt man das nun konkret an? Man nutzt die Social Media Plattformen, allen voran Facebook. So sehr gerade die vor allem jüngeren Menschen heute Plattformen hypen, die neuartig sind und Facebook für tot erklären. Ja, so sehr ist, was reale Kontakte zu initiieren angeht, Facebook im Endeffekt mit langem Abstand die Nummer 1, unangefochten. Grund dafür sind die sichtbaren Vernetzungen der Freunde und auch das Veranstaltungssystem. Ja, kommen wir nun zu der ersten Möglichkeit der Netzwerkbildung und auch der bewussten Erweiterung des Freundeskreises. Ausgehend von einer isolierten Person. Jeder von uns wird mal zur Schule gegangen sein und ja, alte Klassenkameraden sind eine Möglichkeit, einen Facebook-Freundeskreis aufzubauen. Man sucht einfach die alten Klassenkameraden oder auch alte Bekannte und addet sie und beginnt dann ein Gespräch über alte Zeiten, lustige Dinge, die vorgefallen sind und was derjenige denn aktuell macht, aktuelle Interessen, Hobbys und so weiter. Dadurch hat man eben aktuelle Informationen über den alten Klassenkameraden, mit denen man dessen Freunde, die auch wieder von Facebook automatisch vorgeschlagen werden oder die man sich auch manuell rauspicken kann aus der Liste der Freunde des alten Klassenkameraden. Da hat man wieder Ansatzpunkte, um mit kompletten Fremden, worum es ja eigentlich geht, ins Gespräch zu kommen. Zum Beispiel erfährt man im Gespräch mit seinem alten Klassenkameraden, dass er jetzt die Arbeit hat und dass er in seiner Freizeit viel Zeit in Modellflugzeuge steckt. Und dann spricht man seinen Freund an. Ja, oder die Freunde, die in ihrem Profil auch erkennen lassen, dass sie Modellflugzeug begeistert sind, und spricht sie dann immer drauf an und sagt, hey, ich hab gerade gesehen, du kennst ja auch Robert. Also man addet ihn und schreibt eine kleine Message, hey, hab gesehen, du kennst ja auch Robert und interessierst dich auch für Modellflugzeuge. Dann schafft ihr schon 2 Gemeinsamkeiten und dann sagt ihr noch sowas wie, hast du schon gehört, dass jetzt Modell XYZ irgendeine Information, die man gegoogelt hat, ja, rausgekommen ist. Und da wird man geaddet und kommt ins Gespräch. Ja, selbst wenn man keine Ahnung von der Materie hat, fängt man an, seine Fühler auszustrecken, auch wenn man da gar kein Interesse drin hat. Man zeichnet sich dafür, und das ist das Entscheidende, an einer großen Tafel oder einem A3 Blatt eine Mindmap, also fängt an, die Freunde aufzuschreiben, ausgehend von dem ersten, den man anschreibt. Deren Beziehung mit anderen tut man dann verbinden mit Linien und zu jeden Eigenschaften, Interessen, Beruf, eventuell Beziehungen, also ob man eine Freundin hat oder die Freundin einen Freund, und erarbeitet sich Stück für Stück so ein Wissen über einen Kreis an Menschen. Und das wird dann immer größer, einfach eine riesige Karte. Und dann schaut man, wo sie hingehen, welche Veranstaltungen sie besuchen, landauswendig, wer mit wem befreundet ist. Dann sucht man eben den realen Kontakt. Und ja, entweder, dass man sich auch abspricht und sagt, hey, bei der Veranstaltung bist du auch da und so weiter, oder dass man sie zufällig auf einer Veranstaltung begegnet und dann anspricht. Das klingt für alle jetzt für euch so ein wenig nach Stalking, aber das ist eigentlich wirklich ganz einfach und auch eine profunde Möglichkeit, sich einen Freundeskreis aufzubauen. Ich habe das schon etliche Male bei meinen Klienten durchgeführt und anfängliche Skepsis, die immer da ist, weil es klingt irgendwie so unnatürlich, weicht dann immer,
einer immer stärker werdenden Faszination und ja auch dem Erfolgsgefühl, wenn man sich dann seinen ersten Freund richtig gehend erarbeitet hat. Und ja, also ich kann es wirklich nur empfehlen. Die zweite Möglichkeit ist, direkt über das Veranstaltungstool zu gehen. Das ist nicht ganz so klar und einfach zu strukturieren und man überlässt auch einiges dem Zufall. Allerdings ist es bei weitem nicht so aufwendig und auch sehr leicht, wenn man jetzt ganz normal eine Arbeit hat und viel Stress, nebenbei zu integrieren. Wenn man jetzt, ja, ich würde schon ganz gerne mehr soziale Kontakte, aber es ist nicht das große Projekt. Man sucht sich dann einfach per Facebook Veranstaltungen, die in der Nähe zu seinen Interessensgebieten idealerweise sind und geht dorthin. Umso kleiner die Veranstaltung, umso besser. Was in fast jeder größeren Stadt existiert, ist eine Facebook-Gruppe für Neu-Leipziger oder Neu-Stuttgarter oder Neu-Berliner und so weiter. Also eine Gruppe von Menschen, die neu in der entsprechenden Stadt dahingezogen sind und entsprechend auch noch nicht so große reale Freunde haben, die auch Freunde wollen. Dort sich einfach einklinken und ja, an privaten Potlucks, Kochabende, Filmabende oder was auch immer teilnehmen. Auch hunderte andere Gruppen sind dann möglich für gewisse Interessengruppen und so weiter und dort einfach ins Gespräch kommt per Facebook Veranstaltung. Bei mangelnder sozialer Kompetenz, was ja auch ein Grund für Einsamkeit sein kann, muss man dann natürlich so oder so sich einen Coach suchen bzw. Bücher lesen oder ja, wie man auch immer daran gehen möchte. Daran muss man natürlich auch arbeiten, ne? Das ist klar. Aber Facebook als Start ist die beste Möglichkeit. Natürlich kann man auch per YouTube soziale Kontakte generieren, sowohl als Kanalbetreiber als auch Kommentierender. Dafür ist einfach eine aktive Beteiligung an einem solchen YouTube-Kanal notwendig. Alles in allem ist es heute wirklich so einfach wie noch nie dank dem Internet und auch dank Facebook. Wenn man wirklich will, sich selber einen komplett neuen Freundeskreis aufzubauen. So, und nun will ich noch auf Carb the Vegan Up und den Martin bzw. wahrscheinlich eher seiner Freundin hinweisen, die die Mission Vegan 5 gerade so auf das nächste Level gehoben haben. Sie haben einen mediterranen Kartoffelsalat mit Löwenzahn gemacht. Trotz einiger formaler Mängel ist das Rezept, das ja der Kernpunkt dieses Projektes ist, sehr gut. Und wer nicht weiß, was das ist, Mission Vegan 5 wird die größte vegane Rezeptsammlung auf diesem Planeten. Sage ich einfach mal so. Man hat 5 Zutaten auf und der nächste, der immer dran ist, der tut immer eine, also das auf ein neues Level hebt, da darf man eine Zutat rausnehmen und eine hinzufügen, muss ein neues Rezept kreieren. Kreativität, Spaß und Freude sind da im Vordergrund. Das Rezept von der Freundin von Martin findet ihr hier. Die gesamte Playlist aller Rezepte findet ihr oben in den Infokarten. Ansonsten bleibt mir nur noch einmal darauf hinzuweisen, dass der Let's Talk vom Donnerstag mal wieder besonders interessant war. Da ich nun auch erfahren habe, dass die Erde eine Scheibe sein könnte und interessante Aspekte bezüglich unbewusster Bewusstheit ja, quasi praktisch kennenlernen durfte. Wer den Live-Talk verpasst hat, auch den Link findet ihr oben in den Infokarten. Ja, ansonsten werde ich nächste Woche Donnerstag diesmal wieder um 8, also 20 Uhr, damit ihr euch ja nicht auf eine Zeit einschießen könnt, ist das jeden Donnerstag an einem anderen Zeitpunkt. Aber ja, ist halt so, ne? Muss es auch ein bisschen eingliedern können. Also um 8 nächsten Donnerstag ist wieder da und ich würde mich freuen, wenn ich euch als Anrufer begrüßen kann und ja, mit euch über eure Themen, die euch auf dem Herzen liegen, sprechen kann. Ja, also dann geht raus, lernt Leute kennen, genießt dieses Leben und natürlich vor allem das Wochenende. Macht's gut und denkt morgen an das Laborvideo, um 9 geht's los und ja, bis dann, euer Christian, tschüss.